Hallo. Hallo, ich bin die Giada. Ich komme eigentlich aus Italien, wie ihr hören könnt. Und ihr denkt jetzt vielleicht an die schöne Italien, aber nee. Ich bin in einem sehr schlechten Viertel aufgewachsen in Italien. Meine Wohnung, die lag zwischen dem Stadion, dem Gefängnis und dem Friedhof. Wirklich so. Am meisten hat mir irgendwie das Stadion Angst gemacht, weil die Männer da, die laufen frei rum und sind am Leben. So, ja. Wenn man da aufgewachsen ist, man konnte nicht viel machen im Leben. Also man konnte entweder irgendwann an einer Crack-Überdosis sterben oder der Crack-Dealer werden. Ne? Aber nicht alle Leute, zum Beispiel mein Onkel, der war immer anders, so ein Streber. Der hat dann beides gemacht. Aber alles gut, ich habe nie Crack gekauft, Leute, ich habe nie Crack gekauft, weil ich habe sie umsonst vom Onkel gekriegt. Nee, Spaß, ich musste schon zahlen. Ja. Ich bin vor 5 Jahren nach Deutschland gezogen, nach München, und ich habe gleich ein paar Unterschiede gemerkt. Ne? Zum Beispiel mit dem Müll. Ne? Erste Woche in München, ich erfahre von diesen Einwerfezeiten beim Glasmüll. Zeiten, wo ich den Müll einwerfen darf. Ich dachte mir, Alter, in meinem Land kriege ich eine offizielle staatliche Anerkennung, wenn ich den Müll nicht aus dem Fenster rausschmeiße. Aber ich wollte mich integrieren. Ne? Dann habe ich alle die Methoden gelernt, ganz fleißig, wie man Müll entsorgt. Meine Lieblingsmethode inzwischen, vielleicht kennt ihr die, ist die eine, wo man den Müll so zusammenpackt, in eine Box rein und schreibt zu verschenken. Biomüll, super. Aber Deutschland hat mich auch sehr verändert als Person. Ne? Weil ich bin ja Italienerin, das kennt ihr, wir haben dieses Temperament. Ne? Das heißt, wir beleidigen ganz gerne, wir werden ganz gerne sauer, insbesondere beim Fahren. Aber dann in Deutschland bin ich so woke und politisch korrekt geworden. Und das macht nicht mehr so viel Spaß. Ne? Zum Beispiel letzte Woche bin ich mit dem Auto gefahren und jemand hat mir von der rechten Seite überholt. Und ich war gleich sauer. Ich war so, du bist scheiße, fick dich, du kannst nicht fahren. Dann habe ich gesehen, es war eine Frau. Ich war so, du bist mega. Mach weiter so, Schwester. Frauenpower. Ja, nicht dasselbe. Mein zweiter Job in Deutschland, das war in einem Radiosender. Ich verrate euch nicht welche, Bayerischer Rundfunk. Und ich habe im Hörerservice gearbeitet. Das heißt, mein Job zu 90% war, mich mit älteren, wütenden bayerischen Männern zu unterhalten, namens Uwe, die leicht rassistisch waren, ein bisschen, ne? So Teilzeitrassist. Und das eine Mal hat ein Uwe angerufen, der dann hat nach dem Titel eines Lieds gesucht. Er meinte zu mir, na, ich habe ein Lied gehört, es ging um Blumen. Und ich so, ach. Ja, wann haben Sie das Lied gehört denn? Heute, gestern? Und er so, es war 1985, vormittags. Ja, danke, Uwe. Ich konnte ihm nicht helfen, dann war gleich sauer und er hat mir so vorgeworfen, ich wäre nach Deutschland gekommen, um die Jobs zu klauen. Wow, das habe ich noch nie gehört, Uwe. Ja, aber das hat mich beleidigt. Ich finde es sehr beleidigend. Er denkt, ich komme von Italien nach Deutschland, um nur die Jobs zu klauen. Uwe, ich bin gekommen, um deine Neffe zu ficken. Mann. Außer, der heißt auch Uwe. Dann nee. Aber wirklich, ey, ich dachte mir so, ich ziehe nach Deutschland, vielleicht heirate ich einen deutschen Mann. Wir kriegen 3 schöne Kinder mit 9 Vornamen insgesamt. Und ich konnte mir meine Erstgeborene schon vorstellen, die Tabea, Clara, Judith, Saskia. Die sagt gleich das erste Wort, so, Mülltrennung. Geil, mal. Ja, aber Deutschland hat mich verändert. Ne? Ich hatte vor kurzem eigentlich mein Coming Out bei meiner Familie in Italien. Mein Coming Out als Veganerin. Es war wirklich so, als hätte ich denen gesagt, ich bin gay, wegen der Antwort, die ich gekriegt habe. So, mein Onkel meinte, boah, das ist doch nur eine Phase. Und dann mein Opa so, ah, du willst mir sagen, du standest bis gestern auf Wurst und jetzt plötzlich magst du es nicht mehr. Aber die Beste war meine Oma, die meinte zu mir, Giada, ich glaube, du musst nur die richtige Wurst für dich finden. Ja, danke, Oma. Als Veganerin esse ich auch diese Fleischersatzprodukte, kennt ihr so Veggie-Wurst, Veggie-Burger und so. Und da habe ich mich auch so wie eine Gay-Frau gefühlt, die einen Dildo nutzt, ne?
wegen der dummen Frage, die ich dann kriege, so, vermisst du das Echte nicht? Wenn du das nicht vermissen würdest, würdest du keinen Ersatz brauchen, oder? Nee, Mann, das ist doch nicht dasselbe. Stell euch so vor, ein Dildo, der genauso aussieht und funktioniert wie ein echter Penis. Das will ja auch keiner. Mann, selbe Geruch, selbe Beschaffenheit, es sind Haare dran. Es landet aus Versehen ins Bett deiner Nachbarin. Du steckst ihn rein, 2 Minuten, er stirbt. Wenn du noch Spaß haben willst, 1/2 Stunde aufladen. Fuck you. Nee. Ich erzähle euch noch ganz zwei kurze Sachen zu mir. Das eine, ich bin so ein Adrenalin-Mensch, Leute. Ich liebe Adrenalin, ne? Und wenn ich das sage, Leute denken immer an Bungee-Jumping oder sowas. Aber nee. Mein Hobby ist, in der Öffentlichkeit zu furzen, ohne erwischt zu werden, das ist wichtig. Ihr lacht, aber Leute, kennt ihr, ja, der furzt auch. Kennt ihr diesen Moment, wo ihr in der Öffentlichkeit seid und gerade testet, ob euer Furz still ist? Wie jede Arschlochmuskel ganz langsam entspannt, mit chirurgischer Präzision. Einige von euch machen das gerade. Zweite Sache, letzte Sache, ich bin katholisch aufgewachsen, ne? Und ich habe noch diese eine Erinnerung aus der Sonntagsschule, das will ich mit euch teilen. Ich war da damals, wir haben über Sex vor der Ehe gesprochen, ganz wichtiges Thema. Und die Lehrerin, die hat mir ganz tief in die Augen geschaut und die meinte, weißt du, Tada, Gott sieht alles. Wenn du kurz davor bist, Sex vor der Ehe zu haben, er wird es wissen und er wird dich beobachten. Und seitdem frage ich mich, was macht eigentlich Gott, wenn ich mit dem Sex dann anfange? Schaut er weiter zu? So wie, Jada, was machst du da? Ah. Oh, du böses Mädchen. Das war's